Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 3598. Regierungsbilanz meiner Regierungszeit für das Jahr. Was haben wir jetzt? 2065. Jetzt zur Wirklichkeit. Wir haben gerade das neue Hilfspaket für Griechenland auf den Weg gebracht in Höhe von 1.322 Milliarden. Es gilt, was bisher bei jedem Hilfspaket gegolten hat. Es wird kein weiteres Hilfspaket geben. Das war jetzt das 76. Ich bin da ein Deutsch-Exit sozusagen. Ja, es darf mal gut sein. Thema Arbeitsmarktpolitik. Die Meldung ist erfreulich, dass die Klagen der Mitarbeiter von Amazon wegen rüden Umgangston und schlechter Bezahlung drastisch reduziert wurden, seit die Beschäftigten für ihren Arbeitsplatz an Amazon so viel Geld bezahlen, dass sie auch jederzeit überall anderswo unterkommen. Und da muss aber die Gewerkschaft sozusagen. Richtig, brav. So. Herr Weselski von der GDL hütet inzwischen 3- bis 5-jährige Kinder, da in den Kitas wesentlich mehr gestreikt wird als bei der Bahn. Die Bahn sozusagen. Die Bahn baut inzwischen in Stuttgart, was glaube ich, einen weiteren Bahnhof, da die Kapazität für den neuen bei weitem nicht ausreicht. Zumal klar geworden ist, dass mit der Bezeichnung Stuttgart 21 auch überhaupt gar nicht die Jahreszahl gemeint war, sondern die Anzahl der zu bauenden Bahnhöfe in Stuttgart. Ich will auch mal. Können wir jetzt vorfahren in der Regierungsbilanz für das Jahr? Was haben wir jetzt? 2065 von mir. Und zwar kann die sich weiter sehen lassen. Die Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge aus den Krisengebieten Syrien, Irak etc. für Deutschland steigt in diesem Jahr auf 76,3 Millionen. Das ist zu stemmen. Es widerspricht allerdings jeglichem europäischen Geist, wenn diese Flüchtlinge nur nach ungarischem Vorbild an den Grenzen von Deutschland Zäune errichten, um von Auslandsreisen zurückkehrende Deutsche nur noch mit genehmigten Asylverfahren in unser Land zu lassen. Ich will auch mal. Nein, das war keine Szene aus dem neuen Katastrophenfilm von Roland Emmerich. Das war unser präziser Blick in die Zukunft mit unserer einzigen Konstante für die nächsten Jahrzehnte, Angela Merkel. Also manchmal hat man das Gefühl, die Zukunft ist sehr nahe. Und damit zurück in die Gegenwart und zu einem Matthias Richtling Show Special, in dem wir Ihnen zeigen, welche aktuellen Ereignisse die Basis sind für diese Zukunft. Und damit begrüßen wir unseren ersten Gast, nämlich Dr. Frau Angela Merkel. Einen schönen guten Abend, Frau Bundeskanzler. Schön, dass Sie da sind. Ich habe ja schon alles gesagt. Es fehlen aber noch Kommentare von Ihnen, zum Beispiel zum Kriegseinsatz in Syrien. Oh, bitte sehr, tun Sie sich keinen Zwang an. Nein, von Ihnen, nicht wahr? Sie wollten doch möglichst wenig Kriegseinsätze in der Welt haben. Das machen wir ja. Naja, nach Syrien fliegen immerhin 8 Tornados von uns. Also Syrien ist ja nicht die Welt, wenn man sagen darf. Außerdem hätten wir 89 Tornados im Petto. Ja, immerhin. Ja. Die meisten sind aber nicht tauglich, wie Sie wissen. Ja, jetzt wissen Sie warum. Warum denn? Damit wir eben nicht mitkämpfen müssen. Ja, damit kommen Sie aber nicht durch in der Welt. Die Welt außerhalb von Deutschland fällt ja regelrecht auseinander, muss man sagen. Und die Welt innerhalb von Deutschland fällt auch auseinander. Ja, da zersplittern ja inzwischen sogar Minderheiten, wenn man sagen darf. Ach. Ja, die Minderheit zum Beispiel Homosexuellen, nicht wahr, die sie jetzt sogar heiraten wollen. Ja, aber wo ist das denn Zersplitterung? Die meisten Ehen werden geschieden, wenn Sie es nicht wissen. Doch. Wie zersplittert müssen sogar gleichgeschlechtlich Orientierte sein, wenn sie den Kampf aufnehmen in der Gesellschaft für eine Homo-Heirat, nur um sich danach legal scheiden lassen zu können. Also verstehe ich auch nicht.
Herr Sauer, kommst du? Ich muss aber erst noch die ehelichen Pflichten meines Amtes erfüllen. Ach Gott, diese ganzen offenen Briefe an die Bundeskanzlerin. Was sagst du denn dazu? Jetzt bin ich schon Frau Bundeskanzler. Wir haben mehr Frauen in Führungspositionen. Die Mütterrente haben wir auch durch. Nein, da wollen sie also noch mehr Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Homo-Ehe. Was? Ach, von Mann und Mann. Ach nee, nicht schon wieder. Also wirklich. Wir haben mühselig die Frauenquote durch. Da würden wir ja jetzt den Mann noch wieder gleichberechtigter machen mit dem Mann. Homo-Ehe, was eine Idee. Das ist wieder so eine neue Technologie, die überhaupt gar noch nicht ausgereift ist. Ich weiß auch gar nicht, wie es funktionieren soll. Wenn ein Mann mit einem Mann, also, wo kriegen Sie denn da eine Frau her? Na, dafür, meine Güte. Oder machen Sie es nur am Telefon? Bei 0190er-Nummern geht es ja auch. Biologisch ist es mir ein absolutes Rätsel, kann ich Ihnen sagen. Wo ist der Nutzen überhaupt? Apropos Nutzen. Herr Sauer, kommst du? Ich finde es nach wie vor unappetitlich, dass ein Mann mit einem Mann, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit meinem Mann, also, hast du was gesagt, Herr Sauer? Naja, also nee, bitte. Es wird einfach nichts Besonderes mehr sein dann. Homo-Ehe, das heißt, wird dann zur Massenware. Und ich dachte, wenigstens in dieser Hinsicht bin ich einmalig. Naja, weil in der Ehe mit meinem Mann sind er und ich, also wir sind in meiner Ehe, sind mein Mann und ich, wir sind nämlich auch beide der Mann. Herr Sauer! Frau Merkel. Nee, Frau Merkel. Nee, diese Homo-Ehe ist für mich absolut abtörend, wenn ich mal sagen darf. Warum denn? Ich habe immer gedacht, Homosexualität hat etwas zu tun mit Idealismus, ja, mit Avantgarde, die kleine Minderheit, die es sich leistet, anders zu sein. Aber Heirat heißt ja, man will eheliche Steuervorteile genießen, wozu sonst, nicht? Das heißt, aus materiellen Gründen sind Homosexuelle genauso heterosexuell wie alle anderen auch. Schäbig ist das. Na ja, aber mit solchen Argumenten lebt doch der Staat an den Bürgern und Menschen vorbei. Ach, der Staat hat ja mit dem Menschen überhaupt gar nichts zu tun. Ach so, das merkt man. Wieso? Naja, der Staat sagt dem Volk ja oft nicht mal das, was das Volk eh weiß. Dann lügt er wenigstens nicht. Ach so, wen meinen Sie? Ich denke, der Staat sagt dem Volk nie, was das Volk eh weiß. Also, ja, ja. Sind Sie Volk? Ja. Dann müssen Sie es ja wissen. Ich spreche von Herrn de Maizière. Ein Teil meiner Antwort würde ihn sehr beunruhigen. Ah. Meine Damen und Herren, ich habe Sie heute als Untersuchungsausschuss noch einmal vor mich geladen, weil ich mit Ihren Fragen ausgesprochen unzufrieden bin. Sie wollen wissen, ob der amerikanische Geheimdienst NSA sogenannte Selektorenlisten an den deutschen BND geliefert hat, damit der BND deutsche Privatleute oder Konzerne wie EATS oder Eurocopter abhört. Ich sage Ihnen dazu ganz konkret, dass ich dazu erst etwas konkret sagen werde, wenn Amerika meiner Antwort zugestimmt hat. Der Vorwurf, dass Vorgänge im Kanzleramt auf der unteren Ebene liegen geblieben sind, ist falsch. Im Gegenteil, wurde sofort umgehend alles an Vorgängen an die alleroberste vorgesetzte Stelle weitergemeldet, nämlich Amerika. Amerika hat dann allerdings offenbar einer Weitergabe dieser Vorgänge an die Bundesregierung als unterste Ebene in der amerikanischen Bürokratie nicht zugestimmt. So hätte zum Beispiel auch die Bundeskanzlerin ohne Zustimmung von Amerika niemals veröffentlichen dürfen, dass ihr Handy von Amerika abgehört wird. Dass die Bundeskanzlerin nicht verhindert hat, dass andere dies tun, betrachtet Amerika als schweren Vertrauensbruch der Kanzlerin Amerika gegenüber. Nebenbei sei bemerkt, dass es übrigens auch nicht gestattet ist, dass deutsche Bürger ohne Genehmigung von Amerika eigene E-Mail-Inhalte oder Handydaten verschlüsseln. Die Berufung in dieser Sache auf grundgesetzliche Artikel wird von Amerika
ebenfalls verstanden als feindlicher Angriff auf die Deutungshoheit demokratischer Grundsätze, wie zum Beispiel Genmanipulation durch das FBI, zielgesetzte Folterungen zur Terrorabwehr und human von hinten gesetzte Todesschüsse auf widerständliche schwarze Jugendliche, um ihnen ein langes Leiden zu ersparen. Alle anderen Definitionen von Demokratie bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Amerika und ihrer Behörden. Und ob BND, NSA, Datenspeicher oder Wirtschaftsspionage, zu all diesen Themen liegt mir im Moment aus Amerika nur eine einzige Formulierung als Antwort vor, und die lautet: Davon ist mir nichts bekannt. Ich bitte Sie, jede weitere Frage erst nach Zustimmung von Amerika zu stellen. Und bevor Amerika nicht zugestimmt hat, werde ich hier nicht mehr sagen, wie ich heiße. Frau Merkel, hat Thomas de Maizière als Kanzleramtschef wirklich nichts gewusst von den Tätlichkeiten des BND? Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also wenn in einem Geheimdienst irgendetwas jemand weiß, was ein anderer auch weiß, dann ist es ja nicht mehr geheim. Also. Ach so. Und dass Herr de Maizière als oberster Dienstherr des BND so viel Nichtwissen hat, zeigt ja nur, wie gut der BND gearbeitet hat. Ja, ja, aber BND und ja, NSA, nee. Doch durchleuchten Deutschland. Ihr Handy wurde abgehört. Von Ihnen vermisst man immer so deutliche Stellungnahmen. Darauf wartet man doch. Ach, dafür habe ich ja aber die Obergrenze im Asyl abgelehnt. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ganze Leben hat nichts miteinander zu tun. Ich bin gewählt von den Deutschen, aber wenn die Flut so weitergeht, dann bin ich bald Bundeskanzlerin von mehr Flüchtlingen aus dem Ausland als von Deutschen aus dem Inland. Da habe ich nicht mal mit mir selber mehr was zu tun. Also was wollen Sie eigentlich? Ja, und wie verantworten Sie das dann gegenüber den Deutschen, wenn ich fragen darf? Hören Sie nicht zu? Ich habe doch gesagt, die Deutschen sind bald in der Minderheit, da interessieren Sie mich sowieso nicht. Ja, aber die ganze Welt wartet auf Stellungnahmen, davon sprach ich, gegenüber Herrn Putin, wegen der Ukraine zum Beispiel. Das habe ich ja gemacht. Ich habe gesagt zu ihm, es handelt sich um einen ernsten Vorgang. Also. Ja, na, also es hätte etwas deutlicher sein dürfen. Ich meine, ich habe sogar gesagt, es handelt sich um einen sehr ernsten Vorgang. Oh. Also mehr geht nun wirklich nicht. Schönen guten Abend. Wir berichten heute darüber, dass nach der Besetzung der Ostukraine durch proseparatistische Separatisten die Waffenunruhe dort weiter fortschreitet. Regierungstruppen sind immerhin 46 Mal von Raketen und Artillerie beschossen worden. Präsident Poroschenko betonte allerdings, dass für die Gefährdung keinerlei Bevölkerung bestehe. Aus der griechischen Hauptstadt werden wir berichten, dass dort Ausschreitungen befürchtet werden von enttäuschten Wählern nach dem Einknicken ihrer Regierung bei der EU, was zu Todesfolgen mit Opfern kommen könnte. Auch da betonen Regionalregierungen, dass Anwohner und Durchreisende nicht gefährdet sind. Dann haben wir noch ISIS-Enthauptungen im Programm. Auch da ist für Leib und Leben keine Gefahr. Ebenso wenig wie nach dem Wahlsieg der SPD in Hamburg Leib und Leben dort in Gefahr sind. Und die Grippewelle in Süddeutschland führt vielleicht dazu, dass die Influenza zur fünfthäufigsten Todesursache in diesem Winter werden könnte. Wenn man sie heil übersteht, ist auch da das eigene Leben ohne Risiko behaftet. Die Frage bleibt, ob nach den Ankündigungen der Streiks bei der Bahn die GDL-Führung durch empörte Reisende lebensgefährlich verletzt werden könnte. Dies, Matthias, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Bitte, Moment, ich dachte, die kriegen wir von Ihnen, Thomas. Das dachte ich auch. Und ich habe deswegen auch vor der Sendung mit der Bundeskanzlerin ein Gespräch geführt auf ihrem Flug von Minsk über Washington, Berlin, Bagdad, Iran, Vatikan, Paris und zurück in umgekehrter Reihenfolge. Aber bei jeder Frage von mir war sie immer schon eine Station weiter. Nee,
Irgendwas wollte ich noch mit irgendwem reden. Was war das jetzt noch gleich? Was du hast angerufen, Angela. Die Schaltung steht. Wladimir, sehr gut. Also was ist denn jetzt mit den Sparauflagen? Ach nee, das war Tsipras. Worum geht's bei dir noch mal? Bei mir ist alles in Ordnung. Nee, eben nicht. Deswegen. Ach, hier hab ich's. Jetzt hast du dir doch die Ostukraine unter den Nagel gerissen. Das ist für uns ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Ja. Was ist deine Frage? Die Frage ist, was sie dir noch alles unter den Nagel reißt, möchte ich mal sagen. Biete mir etwas an. Also, das ist für uns ein Schreckensszenario. Oh, Angela. Hm. Es gibt Regionen, da wärst du sehr dankbar, wenn ich sie mir, wie du sagst, unter den Nagel reiße. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Nein? Nein. Hast du mir nicht in Minsk im Austausch mit der Ostukraine Teile von Ostdeutschland angeboten? Ich glaube, es war Dresden mit seiner Pegida-Demonstration. Nein? Das habe ich nicht. Ich weiß jedenfalls nicht mehr, warum nicht. Auf jeden Fall hast du die Waffenruhe, wie die wir in Minsk vereinbart hatten, erstmal nicht eingehalten, nicht? Wenn man sagen darf. Nee. Dann sage mir, wie hätte ich es tun sollen? Du hättest einwirken sollen auf die Separatisten, das war ausgemacht. Aber dir gelingt es ja nicht einmal einzuwirken auf die Separatisten, AfD und Pegida. Die spalten auch nicht Teile von Deutschland ab. Ach so, nein, no. Wenn du glaubst, dass Dresden noch zu Deutschland gehört. Du hättest die OSZE alles kontrollieren lassen sollen. Das war auch ausgemacht. Das habe ich doch getan. Nein. Wer gehört denn alles zur OSZE? Europa. Na und? Amerika. Und? Ja, und Russland, meine Güte. Also, habe ich kontrolliert für die OSZE. Die Kämpfe sind ja erstmal weitergegangen, nicht? Hallo. Na, da siehst du, wie gut meine Kontrolle war. Was? Ich habe scharf darauf geachtet, dass die Kämpfe erfolgreich weitergehen. Frau Merkel. Ja, Herr Putin spricht ja perfekt Deutsch, muss man sagen, ne? Ja, und je perfekter er unsere Sprache spricht, umso weniger verstehen wir ihn. Also, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, nun aber, seit der IS bekämpft wird, scheint es ja zu Herrn Putin eine gewisse Annäherung zu geben. Ja, ja, aber wir können ja nicht bei jeder Konfrontation mit Herrn Putin auf einen Terrorakt warten, nur damit wir uns an ihn annähern. Na gut, aber jetzt kämpfen wir in Syrien und Flüchtlinge aus Syrien kommen hierher. Ach, und nee, also das sind ja Detailfragen. Besprechen Sie das bitte mit meinem Vorzimmer. Wer ist das? Das ist ein Herr Seehofer, glaube ich, heißt er. Ach so, von dem halten Sie nichts, nicht? Ich dachte, er sei schon geflüchtet nach Ungarn, wenn ich ehrlich bin. Aber. Herr Seehofer! Herr Seehofer! Herr. Herr Seehofer, ja, wir haben Sie einmal zu uns heute gebeten, Herr Seehofer, weil wir... Ja, das passiert mir nicht mehr oft. Ja, ja, ja. So, guck mal, die Politik ist immer konfuser, gerade auch in der Flüchtlingsfrage, in der jetzt Til Schweiger die Führung übernommen hat, der bei mir sitzt. Nicht wahr? Frau Merkel sagt einmal alle rein, dann wieder nicht alle rein. Und trotzdem muss man sagen, sie hält sich. Frau Merkel hält sich, da können Sie auch nicht drum rumreden, nicht wahr? Oder? Ja, 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 ja. Aber Deutschland hält sich nicht. Wieso? Wieso hält sich Deutschland nicht? Das will ich Ihnen sagen. Weil die gnädige Frau Merkel uns verschenkt an die Griechen, sie verkauft uns an die EU und sie überschwemmt uns mit Flüchtlingen. Ja, ja, das ist das Stichwort, was ich sage. Was ist denn jetzt los? Was machen Sie? Was machen Sie denn da? Was ist das denn? Was machen Sie denn da? Ja, was mache ich da? Wir können doch nicht warten, bis die Ungarn auch für uns eine Mauer bauen. Da bleibt jedem Einzelnen nur zu flüchten in die innere Isolation. Ach, Sie übertreiben Sie nicht ein bisschen. Deutschland gilt als eines der reichsten Länder der Welt. Da haben wir doch genug, um abzugeben. Im Gegenteil, wir haben zu viel, um abzugeben. Wieso? Ja, wer viel hat, von dem wird viel erwartet. Wer nichts hat und viel bekommt, der geht daran zugrunde. Bitte? Wenn ein Hartz-IVler Lottomillionen gewinnt, der hat die in kurzer Zeit verfressen, versoffen, verpulvert, ist geschieden und zerrüttet. Warum? Weil er mit dem Reichtum nicht umgehen kann. Ja, weil er nur Armut gelernt hat. Ja. Unser Reichtum, ja, ist doch für diese Leute eine Droge, an der sie elendiglich krepieren. Ja, aber ich bitte Sie... Die Armut, die diese Leute brauchen, können wir ihnen hier gar nicht bieten. Aber Herr Seehofer, also, Sie wissen schon... Sie,
Sie wissen aber schon, dass die Flüchtlinge aus Ländern kommen, in die wir auch Waffen geliefert haben. Die flüchten praktisch vor unseren Waffen. Da haben wir doch eine Verantwortung. Sehen Aha. Sie das nicht? Ja, bitte. Ja, dann sind ja schuld die Waffenproduzenten. Ach. Ja, da sollen doch die Flüchtlinge nehmen. Ja, bitte. Ja. Und wer hätte gedacht, dass nicht nur das Gewehr G36 so schlecht schießt, dass nach dem Einsatz deutscher Waffen noch so viele übrig bleiben, dass sie hierher flüchten können. Entbürokratisierung fängt doch da an, wo die Dinge unterschiedlich ausgelegt werden, aber denselben Effekt haben. Ja, wenn ich nur zum Beispiel lese der BGH hat jetzt also entschieden, dass das Rauchen auf dem eigenen Balkon verboten werden kann, weil es dem darüber Wohnenden stinkt. Ja, da fragt sich doch der normale Pegida-Demonstrant, warum kann denn dann der Ausländer nicht gleich mit verboten werden, weil er ihm eben auch stinkt? Verstehen Sie? Da vermisst er die Logik. Ja, wenn sich die Dinge aufheben in der Unendlichkeit, wenn ich nur allein denke an die, verstehen Sie, an die Bürokratisierung der Frau in der Frauenquote, ja, und gleichzeitig gestattet man aber dann Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das sind doch Dinge, die sich aufheben. Das sind ja absurde Auswüchse. Ja? Der Ausländer soll integriert werden in der deutschen Familie. Und gleichzeitig wird mit der Homo-Ehe diese Traditionsfamilie aufgelöst. Das spürt doch auch der Ausländer. Was nützt denn, was nützt denn die Emanzipation der Frau, wenn sie am Ende nicht einmal geheiratet wird? Nun sagen ja viele, wenn wir was für Ausländer und Flüchtlinge tun, tun wir was für uns. Till Schweiger zum Beispiel tut zum Beispiel viel für Flüchtlinge zum Beispiel. Die Frage ist, was tut er damit für sich? Das wollen wir ihn heute fragen. Guten Abend, Till Schweiger. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, welcher Abend ist noch gut, wenn du Flüchtling bist? Ja, weißt du? Ja. Weißt Sie du? Haben ja die Flüchtlinge für sich entdeckt. Wie kamen Sie da drauf? Ja, die Politik ganz ja einfach nicht. Ach so, aber Sie können es. Natürlich. Ich bin nämlich Schauspieler. Ah. Und ich kann auch Politiker spielen. Natürlich. Und in der Rolle Politiker habe ich nämlich mal rausgekriegt, dass wir nach dem Krieg 15 Millionen Flüchtlinge gehabt haben. Das habe ich rausgekriegt. Ach was. Ja, das waren aber Menschen aus demselben Kulturkreis. Ja, aber das hat ja ein Bundespräsident, der ganz unbekannt geworden ist, der hat das ja mal gesagt, dass Deutschland ganz viele Kulturen sind. Ja. Islam zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber wir nehmen ja sogar Leute auf aus ganz krassen Kulturen, zum Beispiel. Aha. Ja, diese Pegidas. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Darf ich Sie auch fragen, bitte? Wovor haben Sie Angst? Wovor ich Angst habe? Na, Sie sind ja gut. Vor der Islamisierung von uns Deutschen. Aha. Ich habe neulich gelesen, da ist ein islamischer Verbrecher. Hat also von einem deutschen Gericht weniger Strafe bekommen, weil er im Ramadan war. Wegen einer fremden Religion. Was meinen Sie, wie viele Deutsche jetzt, die was verbrochen haben, übertreten zum Ramadan, nur weil sie eine kleinere Strafe erhoffen? Da ist Deutschland aber schneller islamisch wie der Islam, das kann ich Ihnen sagen. Also kann man sagen, die Justiz ist das Problem, meinen Sie? Das Problem? Das ist nicht mein Problem. Ich will meine Vorurteile zurück. Ah. Weil die Urteile bevorzugen bei der Justiz ja nur den Islam. Ja, danke schön für das Interview. Vielen Dank. Was denn für ein Interview? Ja, das wir gerade geführt haben. Das war ein Interview? Ja, sicher. Wir haben doch ganz normal gesprochen. Ja, aber für die Sendung, die Matthias Richtling Show. Was für? Na, für die Sendung. Das war offiziell? Ja. Das ist Lügenpresse. Wieso? Wir sind ganz seriös. Wir senden 1:1, was Sie gesagt haben. Ja. Sie senden das, was ich gesagt habe? Ja. Lügenpresse! Wieso denn? Weil ich gesagt habe, war alles gelogen, du! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Nee, was mich echt ankackt nämlich, ist, dass diese ganzen geistig amputierten Pegidas, Negidas, Legidas, wie alle heißen, dass sie sich voll verpissen auf meiner Facebook-Seite nämlich. Auf ihrer Flüchtlingsseite? Ja, wo ich auf der Flüchtlingswelle reite. Und die brechen die dann. Die kannst du echt einfach nur wegsperren, du. Ja, aber das ist ja demokratisch nicht zu machen, nicht? Ja, aber so ist es demokratisch ja auch nicht zu machen.
Das siehst du ja an dieser abgeschafften Sonderschulpflicht zum Beispiel. Nicht? Ja, Inklusion heißt das. Hm. So, das funktioniert nicht, Normale und Behinderte. Das funktioniert nicht. Inklusion mit behinderten Nazis, das kannst du vergessen. Das funktioniert so, nicht. Ja, ja, aber die Realität sieht anders aus. Ja? Ach, die Realität, die Realität. Meine Stiftung ist die Realität. Oh ja, die Gründungskonferenz, die war ja sehr prominent besetzt. Ja, ja. Ich war natürlich da. Ah, dann schon mal vielen Dank für Ihren Besuch, Til Schweiger. Alles Gute und guten Abend. Ja, also ich kann es nur noch mal sagen. Ich bin Til Schweiger und ich bin kein Politiker. Aber ich kann einen spielen. Ich bin noch kein Huhn in Weißweinsauce und habe trotzdem Coco Vert gespielt. Und in meiner Rolle als Politiker habe ich jetzt den Flüchtlingskommissar drauf. Und zwar mit allem drum und dran halt, mit echten Flüchtlingen und Originalpolitikern und Originalschauplätzen und Stiftungen und allem drum und dran eben. Weil wenn du es nicht bist, sondern nur spielst, hast du eine ganz andere Distanz dazu. Dann hast du einfach, siehst du mehr Zusammenhänge. Ich habe zum Beispiel, weil ich es nur spiele, sofort gesehen, wie die ganzen Flüchtlinge kamen so. Und am Höhepunkt war doch das Oktoberfest im Oktober, glaube ich, war es. Mit 6 Millionen Besuchern in nur 16 Tagen, das ist ja verschenkt. Und 1 Million Brathähnchen und 14 Millionen Liter Bier. Und du denkst, also, da kommt ja keiner drauf, der drinsteckt. Warum lässt man das Oktoberfest nicht einfach das ganze Jahr offen? Da könnte man, ich habe es ausgerechnet, 137 Millionen Flüchtlinge unterbringen. Die werden dauernd versorgt mit Brathähnchen und Bier. Das wäre der Wahnsinn. Du kommst auf Sachen drauf, wenn du nicht drinsteckst zum Beispiel. Dann kannst du also draufkommen, dass wir so viele Lokalitäten in Deutschland haben, wo wir alle Flüchtlinge auf ewig unterbringen können, weil die auf Jahrzehnten leer stehen. Berliner Flughafen zum Beispiel. Oder Deutscher Bundestag. Da sitzen bei Debatten vielleicht 30, 40 Leute rum. Da passen noch so viele Flüchtlinge rein. Das wäre der Wahnsinn einfach. Also ich verstehe es. Ich bin ja auch da ganz hart an der Realität zum Beispiel. Wenn da auch Kritik kommt, das setzt sich ja sofort um. Also einer gesagt, wir haben überhaupt keine Frau im Beirat. Da haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, was ist das, Frau? Und dann sind wir draufgekommen, wir sind eigentlich nur Männer. Wo kriegen wir jetzt eine Frau her? Ja, dann haben wir also überlegt, eine Minute, haben wir nachgedacht und dann hat einer gesagt, Rita Süßmuth. Und da haben wir die Frauenquote und wer dann immer noch keine Frau will, der ist auch satisfied, weil Rita Süßmuth sieht ja zumindest aus wie ein Mann. Und dann haben wir sie angerufen. Und dann hat sie gesagt, was soll ich machen? Ne? Was soll ich machen, hat sie gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja, was sollst du machen? Okay, gut aussehen. Daran wäre es fast gescheitert, aber wir haben ja vom Film noch gute Maskenbildner dabei. Also, ihr seht, ich mache also wirklich alles. Ich opfer mich auf und ich bringe mich ein und ich potenziere meine Bekanntheit und die von meinen Flüchtlingen eben auch. Und wenn ich mir das mal anschaue, was ich tue für Asylanten und wie mein Arsch aufreiße und verpiss dich, also das, was ich da alles mache, also kann ich nur echt sagen, da wäre ich auch gern Flüchtling geworden. Ja, meine Damen und Herren, wir merken, die Staatsaufgaben verselbstständigen sich, um Flüchtlinge kümmern sich Schauspieler, VW kontrolliert seine eigenen Abgaswerte. Bald werden Firmen ihre eigene Steuerprüfung durchführen. Und Leute wie Uli Hoeneß sitzen dann über sich selbst zu Gericht. Wir wollen darüber sprechen mit dem Staat an sich, mit Wolfgang Schäuble. Schönen guten Abend. Ich darf sitzen bleiben. Ja, selbstverständlich. Pardon. Herr Schäuble, der Staat hat immer weniger Autorität? Gibt es zu viel Privatisierung? Beschädigt zum Beispiel der private VW-Skandal in Amerika das Ansehen, das der Staat Deutschland in der Welt hat? Das ist die große Frage. Ja, also der Reihe nach. Also erstmal muss ich sagen, dass Amerika natürlich mit dem VW-Skandal in Amerika praktisch ablenkt von seinem eigenen Ansehen, das es gar nicht hat. Ach so? Ja, denn Amerika verschleiert ja mit diesem VW-Skandal in Amerika, dass es selbst zusammen mit China
das meiste CO2 in die Luft jagt in der Welt. Das darf man nicht vergessen. Ach so, ja, dann müsste eigentlich auch mal Amerika in Deutschland vor Gericht stehen, ne, oder? Ja, das Urteil wäre dann schwere, unbelehrbare kriminelle Energie, lebenslänglich. Wären in Deutschland 15 Jahre. In Amerika wären es 500 Jahre, übrigens. Ja, aber Amerika ist nicht in Amerika, sozusagen. Stattdessen, das ist ja der Witz, ruft jetzt Amerika VW hinterher, haltet den Dieb. Also es ist schon, Ja, aber verharmlosen Sie so VW nicht? Bitte? Naja. Also, Entschuldigung, überhaupt gar nicht. Also das ist ein ganz anderes Thema. Naja. VW ist also Trickbetrüger und Umweltverpester, das ist ganz klar, das gehört vor Gericht, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber Winnie, der Richter kann ja nicht der Umweltverpächter und farbigen Schänder Amerika sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, in diversen Vorgesprächen hat das Winfried Kretschmann schon vorweggenommen, was Sie da... Ach was? Ja. Herr Kretschmann, werden wir nach der Flüchtlingsflut auch überschwemmt von einer Autoflut unverkäuflicher Dieselfahrzeuge? Das ist also meine Frage an Sie. Ja gut, also nach der Milliardenhilfe der Bundesregierung können wir jetzt sicher auch rückgeführte VWs in Diesel-Erstaufnahmelagern stapeln. Ja, ja, wie kann sich denn die deutsche Wirtschaft retten aus diesem VW-Skandal? Ja gut, also jetzt hat sie erst mal USA durch den VW-Skandal gerettet, muss man sagen. Wie meinen Sie das? Ja, also bisher war ja Amerika seit Jahren bekannt als Folterer in Dutzenden von Gefängnissen weltweit. Als Voyeur und Stalker von Frau Merkel im Handy. Ja. Als Staatsgewalt, die in Form von weißen Polizisten schwarze Jugendliche von hinten abknallt, etc. Ja, das stimmt, aber was wollen Sie damit sagen? Ja gut, also jetzt verpestet eben ein deutscher Konzern amerikanische Luft. Da spricht keiner mehr von den Untaten von diesem Amerika. Was ist denn jetzt für VW die Lösung? Ja gut, also muss sagen, vielleicht war alles nur ein Racheakt. Ja. Und Amerika hätte längst die VW-Abgaswerte akzeptiert, wenn wir im Gegenzug im Freihandelsabkommen die Abgaswerte amerikanischer Chlorhühner akzeptiert hätten. Naja. VW stand ja mal für Zuverlässigkeit und deutsche Wertarbeit. Was ist daraus geworden, möchte man sagen, nicht? Ja gut, also Amerika stand auch mal für Demokratie und Menschenrechte. Und was ist daraus geworden? Ja. Nur, wenn ich an die regierungsamtlich genehmigten deutschen Waffenexporte nach Mexiko denke, an die Verbindung mit Diktatoren wie Orban mit Seehofer, an die Stasi-mäßigen Bespitzelungen durch den BND. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass Amerika uns bald wieder die Hand reicht, weil wir als Deutschland auf dem besten Wege sind, uns an die Machenschaften von diesem Amerika anzugleichen. Wie Hannah Arendt übrigens. Nein. Kraft und Sand. Ja, ich sag's ja, die Sünder von gestern können nicht die Heiligen von morgen sein. Nur hat halt Amerika sich zeitlebens aufgespielt als Heiliger, der ungehindert sündigen kann. Ja, na, das sind ja tolle Aussichten, sind das, muss ich sagen. Ja, wie Sie, es gibt halt nichts im menschlichen Leben, wo der Mensch nicht betrügt, ob es jetzt Steuer ist oder Waffen oder Drogen oder Umwelt etc. 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 Das Problem ist halt, dass die Schattenwirtschaft mehr einbringt wie die Legalität und das verführt natürlich. Ist Ihnen eigentlich klar, dass der deutsche Staat auch oft selbst Schattenwirtschaft ist? Was Sie nicht sagen. Ja. Hat Günter Wallraff mal rausgefunden. Donnerwetter. Ich bin Günter Wallraff. Deutschland leidet unter dem Sozialstaat. Den einen ist er zu teuer, den anderen ist er zu billig. Deswegen war ich undercover unterwegs und habe Erschreckendes herausgefunden. Sowohl bei den Betroffenen wie auch bei den Betreffenden. Bei den Arbeitslosen wie auch bei den Arbeitsagenturen. Da passieren Dinge, wo man denkt, wie mir ein Arbeitsloser sagte. Oh. Und
Ein anderer flüsterte mir zu. Das ist deprimierend. Hilfe bekommen diese Leute nur von denen sie ihnen droht. Von den Arbeitsagenturen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Das habe ich schon mal gesagt bei der Arbeitsagentur. Und da habe ich nur gesagt, ich soll keine Schere mehr im Haus haben. Das ist zynisch, aber vielleicht fehlt auch nur die Kompetenz. Aber ich war hier vier Monate, das war ich mit ihm beschäftigt. Früher hat es gereicht. Aber nach vier Monaten war ich abgenippelt. Aber heute haut die Alterspyramide. Nach vier Monaten sind wir immer noch da. Nicht die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Die Schere zwischen Arm und Staat geht weiter zu. Und sie schneidet die Betreffenden in die Finger. Das sagte ein Schlosser, der seit vier Jahren nicht erkannt werden möchte. Ich könnte wirklich. Dabei wäre alles so einfach. Denn arm zu sein, bedarf es wenig. Knallharte Formulierungen von Binsenweisheiten. Trotzdem gehen mit der Schere arm-reich auch Europa und Griechenland zum Beispiel immer weiter auseinander. Bitte, oh, also bitte, nein, also bitte, lassen Sie mich damit in Ruhe. Ja? Pardon. Das ist also wirklich, was Sie jetzt nicht hören. Wer ist da der Arme, möchte ich Sie mal fragen. Ja? Griechenland haben immerhin Schulden von 320 Milliarden. Ja, und wollen also dauernd Geld von uns. Das ist ja auch eine Ehre, aber wir haben trotz Nullverschuldung, die ich angeregt habe und durchgesetzt habe, haben wir in Deutschland einen Schuldenberg noch immerhin von 2000 Milliarden. Ja. Wir haben 2,7 Millionen Arbeitslose etwa rumgenommen. Griechenland hat 1,5 Millionen Arbeitslose. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich noch nicht auf die Idee gekommen bin, ein Hilfspaket für Deutschland zu fordern von Griechenland. Ja. Guten Abend. Zu Ihnen kommt heute der griechische Finanzminister, das bin ich, mit einer Home-Story und Dauerinterviewsendung. Mir zugeschaltet ist Günther Jauche. Was Leute wie er über uns Griechen ausschütten, das stinkt zum Himmel über Berlin. Er wird heute Abend meine Antworten befragen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, Herr Fakelaki. Ah, entschuldigen Sie, wenn ich korrigiere, Varoufakis. Oh, ich dachte Fakelaki. Entschuldigen Sie, wenn ich sage, Fakelaki ist die Umschlag mit Geld für Bestechung für Beamte. Na, dann stimmt's doch. Wann besteuern Sie die Reichen? Das tun wir. In Europa sind die Reichsten die Deutschen, von denen holen wir das Geld. Und warum setzen Sie den Reformplan der EU nicht um? Das tun wir auch. Wir werden Steuergerechtigkeit herstellen. Wir werden sogar besteuern den Klimawandel, das Wahlrecht und die Wettervorhersage. Das klingt ja nun alles ziemlich verquer. Tatsache bleibt, dass die Deutschen das meiste Geld zahlen an die Griechen. Trotzdem zeigen Sie, Herr Varoufakis, den Deutschen den Mittelfinger. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dieser Mittelfinger war eine Fälschung. Wir haben es lange untersucht. Der Mittelfinger ist echt. Er ist vielleicht echt, aber er ist nicht von mir. Ich kenne diese Mittelfinger nicht. Experten sagen, es wurde nichts manipuliert. Sie haben Deutschland den Mittelfinger gezeigt. Erlauben Sie mir, wenn ich sage, ich habe gar keine Mittelfinger. Ja, also da kann man nur sagen, wie Sie, in einer Zeit, in der uns im Grunde eigentlich tragischerweise nur noch Katastrophen zusammenhalten, gell? Nach den Anschlägen von Paris im Januar und im November, haben ja in den Straßen sogar Palästinenser und Israelis Hand in Hand demonstriert. Also es war wirklich beeindruckend. Oder nach dem Absturz von Germanwings im März,
hat uns sogar Putin kondoliert. Also, aber um uns da sozusagen zusammenzuschweißen mit den Griechen, da fehlt uns einfach noch die passende Katastrophe. Gell? Gell. Ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schäuble, und auch Dankeschön für Ihren Besuch. Und meine Damen und Herren, es bleibt einfach bei aller Politik, bei allen Krisen und bei allen Problemen, was unser Bundespräsident uns bei jeder seiner Ansprachen mit auf den Weg gibt. Reden, reden, reden. Also Neudeutsch, talk, talk, talk. In der Jugendsprache der 70-Jährigen, Gequatsche. Guten Abend, freue mich sehr, dass Sie da sind bei Markus Lanz. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Willkommen zu unserer Sendung. Einen schönen guten Abend auch den Zuschauern zu Hause. Freue mich sehr, dass Sie da sind und eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Willkommen zu unserer Sendung. Freue mich sehr, freue mich, freue mich, freue mich, freue mich sehr, freue mich. Willkommen zu unserer Sendung. Eine Sendung, in der wir sehr gespannt sind auf Horst Seehofer, Angela Freumich Merkel, Winfried Kretschmann, Sigmar Gabriel. Sie sind alle heute nicht unsere Gäste und wir sind sehr gespannt auf, freue mich sehr, die Antworten, die Sie nicht geben, um einmal herauszufinden, freue mich, sind die Fragen, die wir Ihnen stellen, schon Antwort genug? Und dazu werde ich heute unterstützt von... Guten Abend und herzlich willkommen bei Sandra bei Mai. Zu unserer Sendung ist die Frage schon die Antwort. Willkommen zu unserer Sendung. Oder wirft die Antwort die Frage, auf die wir gar nicht gestellt haben. Das Sandra, das habe ich gerade wir heute schon klären mit unseren Gästen. Und zwar, die ich sehr, sehr herzlich begrüße, willkommen zu unserer Sendung. Horst Seehofer, Angela Merkel, Sigmar Gabriel, die alle heute nicht... Sandra, das habe ich gerade. ...da sind und wir wollen die Frage stellen, ist das gut so? Ich habe das gerade, oder Sandra. Oder fehlt da etwas? Und dazu habe ich mir heute Unterstützung geholt in Form von Markus Lanz, der sich... Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sehr freut auf unsere Themen Flüchtlingskrise. Freue mich sehr. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Flüchtlingskrise also. Freue mich also. Arbeitslosigkeit. Großartig. Und der VW-Skandal. Ich verstehe. Markus, wir sind heute unsere einzigen Gäste. Deswegen die einzige Frage an dich. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Flüchtlingen und Arbeitslosigkeit, zwischen Arbeitslosigkeit und VW? Und im Kantschen Überbogen zwischen VW und Flüchtlingen. Wenn wir das so stehen lassen, verbietet sich jede Frage und jede Antwort, weil sie diese Themen klein machen würden. Wir sollten also den Mut haben, zu diesen Themen einmal nichts zu sagen. Markus? Ja? Das tun wir seit Jahren. Oh, freu mich. Das war ein Matthias-Richling-Show-Special. Und die Frage bleibt, wenn Politiker auf alles antworten, was sie gar nicht gefragt sind, warum gehen sie dann in Talkshows, wo sie da so viel gefragt werden? Ja, damit haben die Talkshows die Politiker ausgetrickst. Denn wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Und wer viel antwortet, zeigt meist nur, wie sehr man ihn zum Schweigen gebracht hat. Helmut Schmidt hat oft passagenweise geschwiegen. Mehr wie er hat keiner gesagt. Das kann man so sagen, aber korrekt ist es nicht. Entschuldigung. Guten Abend.